Die Berliner Regierung im Senat aus SPD und CDU blockiert Anbauvereinigung durch quasi Arbeitsverweigerung. Es wurden die Bezirke als für Anbauvereinigung zuständig erklärt, ohne jedoch Rechtsverordnungen als Arbeitsgrundlage für diese zu schaffen. Der Druck aus der grünen Fraktion im Senat steigt. Die Unzufriedenheit über dieses Vorgehen wächst, aber auch in den eigenen Reihen. Bereits am 1.8. hat sich Vasili Franco, Grünen-Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, bereits wie folgt in Social Media geäußert. Woher bekommt ihr euer Bubatz? Also meins ist leer. Warum? Ich dachte ja, ab dem 1.7. gibt es die Möglichkeit, Anbauvereinigungen zu gründen und die Genehmigung zu beantragen. In 15 von 16 Bundesländern ist das möglich. Nur Berlin kriegt es mal wieder nicht hin. Warum? Schwarz-Rot hat einfach 3 Monate verschleppen lassen, dann den Bezirken einfach die Zuständigkeit übergeholfen. Doch die haben weder das Personal dafür noch eine Rechtsverordnung, die das Verfahren vorgibt. Das heißt, die Anbauvereinigungen wissen nicht, was zu tun ist. Die Verwaltungen können keine Genehmigungen erteilen. Kurzum, Berlin bricht das Bundesrecht. Doch Gesetze gelten auch für Schwarz-Rot. Deshalb habe ich heute an den Bundesgesundheitsminister und den Drogenbeauftragten einen Brief geschrieben, dass auch in Berlin Recht und Gesetz endlich umgesetzt werden. Ich halte euch auf dem Laufenden. Einen halben Monat später ist aktuell bisher nichts weiter vorangegangen und die Anträge liegen, wie unter anderem von LTO gemeldet, weiter bei den Bezirken herum. Warum ausgerechnet in der Hauptstadt verweigert wird, bei dortigem Maß an Kriminalitätsbelastung rund um den illegalen Handel mit Cannabis und oft verbunden auch anderen illegalen Rauschmitteln, ist und bleibt ein Rätsel. Dort sollte doch verstanden worden sein, dass Anbauvereinigungen neben dem Eigenanbau abseits des medizinischen Marktes die einzig legale Möglichkeit sind, an sauberes, sicheres Cannabis zu kommen. Stattdessen wird ohne Säule 2 in Aussicht weiter der Schwarzmarkt seitens der Berliner Senatsverweigerung unterstützt, aus der Politik heraus und das durch simples Unterlassen. Insbesondere in Anbetracht der zunehmenden Debatte über Einflüsse von organisierter Kriminalität im Rahmen aktuell laufender Auseinandersetzungen in NRW rund um die sogenannte Mokko-Mafia wäre schnelles Handeln angebracht, um OK-Einflüsse ganz allgemein im Schwarzmarkt weiter zu senken. Und wie es in Berlin sowie zu vielen weiteren Themen rund um Cannabis weitergeht, erfahrt ihr hier auf dem Kanal. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, um nichts zu verpassen. Schaut auch vorbei auf bio-gradmed.de. Große Auswahl an organischen Düngern rund um das Thema Living Soil sowie eine stetig wachsende Auswahl an hochwertigen Cannabis-Samen von ausgewählten Breedern und Seedlings. Bis zum nächsten Video. Ciao.